Mein Name ist Hans Arendt, ich wohne hier in Hessisch-Oldendorf. Ich bin 81 Jahre alt und bin seit 1976 im NABU, damals war es noch der DBV. Und dies ist mein Hauptprojekt hier vor Ort. Das ist eingerichtet 2017 und dieser Nisthilfe-Lehrpfad, wie der heißt, ist kein Naturlehrpfad, wird laufend erweitert. Im Moment bin ich als im NABU, an dem Beirat, als Pressesprecher zuständig. Also das ist wie gesagt ja ein Nisthilfe-Lehrpfad. Dazu gehören natürlich auch Nisthilfen für Bienen und Wildbienen. Und wir haben ein großes Hotel hier aufgestellt, weil wir erstmal den Platz hatten und weil wir auch ganz viel Material reinmachen wollen. Es gibt verschiedene Teile hier, wo die Wildbienen ihre Eier reinlegen können und die dann im Winter über ausgebrütet werden und im Frühjahr dann alle rauskommen. So sieht das dann innen aus. Also da sind dann die Eier drin. Und da ernähren sich, aus den Eiern werden Larven, Puppen. Und die kommen dann irgendwie raus. Und wenn die durchgefressen haben und groß sind, machen sie vorne auf und kommen sie raus. Ja, wir haben bei diesem Nisthilfefahrt natürlich auch einen Teich angelegt. Und da ist die Erweiterung gekommen mit den Lehrtafeln hier, die wir auch durch Bingo gefördert bekommen haben. Und das Projekt wird laufend erweitert noch, bis es endgültig mal irgendwann fertig ist.